Menschen, Biere, Sensation. Herzlich willkommen zu Folge 6 2024 von Neues aus dem Fanclub der Comicheldin. Natürlich, wo sonst? Hier im Fanclub der Comicheldin. Was ist aktuell los? Nun, diese Woche wird es zunächst mal nicht so wahnsinnig viel Neues auf der Seite im Club geben. Ich werde die Originalliste erneuern. Da habe ich ja schon angedeutet, da haben sich neue Messesketches angesammelt und einige andere Geschichten sind verkauft worden von den Originalen. Dazu auch nochmal der Hinweis auf weißblechcomics.com. Gibt es ja auch noch einige Originale von mir zu ergattern für alle Interessenten. Ich poste den Link nochmal hier mit rein. Weiter ist natürlich, ich hatte es auch bereits schon gesagt, habe ich Ariane und Julia wieder treffen dürfen hier bei ihrem ausverkauften Konzert im Schmitztheater. Habe einige Exemplare des Suchtpotenzial-Comics mitbekommen. Natürlich mit Signaturen der beiden und von mir auch, der Vollständigkeit halber. Und das Angebot wird erneuert. Wer ein Original bestellt von der Originalliste, der bekommt dann einen signierten Suchtpotenzial-Comic dazu. 5 Stück habe ich hier, glaube ich, aktuell vorliegen. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, ob und wie viele davon noch vorrätig sind. So, was haben wir denn sonst noch? Ach, um Gottes Willen. Schau dir das an. Luba Wolfschwanz Nummer 13, soeben frisch erschienen. Ein sehr reduziertes Cover, aber ich mag es sehr gerne. Meine Güte, ich predige hier ja den Bekehrten. Ihr lest doch sowieso alle Luba Wolfschwanz und da bin ich euch sehr dankbar für. Hier nur ein kleiner Hinweis. Jetzt Band 13, das neue Heft von Luba Wolfschwanz. Und hinten drauf das großartige Pin-Up von keinem Geringeren als dem legendären Geier selbst. Schaut euch diese Pracht an. Jetzt zu haben im Bahnhofsbuchhandel, im Comicfachhandel oder natürlich direkt auf weißblech.com. Weiter kommt demnächst dann auch die neue Fantasy 3000 Nummer 4 in die Läden. Und diesmal als extra dicke Nummer. Natürlich auch wieder mit einer Resistenzgeschichte drin. Und wo wir dabei gerade sind, aktuell sitze ich natürlich an der neuesten Resistenzgeschichte. Ich zeige hier mal einen ganz kleinen Eindruck. Ja, es ist wieder ein Wimmelbild geworden. Was willst du tun? Das macht mir gerade sehr großen Spaß, zumal ich zusätzlich dem werten Herrn Verleger das Cover von Fantasy 3000 Nummer 4 habe abbringen können. Das ist mittlerweile auch fertig und das werde ich hier auch in nächster Zeit vorstellen. Aber da lassen wir noch ein bisschen Wasser die Elbe runterfließen, denn im Moment geht es ja zunächst mal darum, dass Fantasy 3000 Nummer 3 in die Kioske kommt und das sollte in den nächsten Wochen, Mitte Mai ist, glaube ich, angekündigt, da sollte das dann auch geschehen. Ja, soweit erstmal ein, zwei Veranstaltungshinweise, vielleicht noch der Comic-Salon Erlangen. Comic-Fans wissen es, steht wieder vor der Tür. Weißblech ist diesmal dabei. Entsprechend werde ich auch dabei sein. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Sowohl Fanclub-Mitglieder wie alle anderen auch. Ich sitze am Weißblechstand in aller Regel von Freitagmittag bis Sonntagvormittag. Und freue mich drauf, euch persönlich kennenzulernen und euch dort zu sehen. Weiterer ganz kurzfristiger Veranstaltungshinweis noch. Jetzt am kommenden Mittwoch, am 1. Mai, solltet ihr in Hamburg sein,
kommt doch mal um 19 Uhr auf den Spielbudenplatz vorbei. Da spiele ich mit meiner Band Mondo Gibbon. Kommt vorbei, schaut es euch an. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und ja, dann spielen wir doch heute mal passend ins Outro mit meiner Band Mondo Gibbon letztes Jahr auf dem Spielbudenplatz. Bis die Tage. Danke fürs Zuschauen. Ich hab das Wichtigste immer ignoriert. Du hast dein Porto nie mit Gaffer repariert. Ich hab das Wichtigste immer ignoriert.